Wenn Sie Zahnfleischbluten haben und das loswerden wollen, dann schauen Sie einfach dieses Video, denn hier bekommen Sie drei ganz entscheidende Tipps, was Sie machen können, um Zahnfleischbluten dauerhaft loszuwerden. Ja, für alle, die diesen Kanal noch nicht kennen, ich bin Dr. Rainer Dittmann. Ich bin hier in Potsdam niedergelassen in der Praxis für Zahnerhaltung. Mein Praxispartner Professor Rosin, unser gesamtes Team und ich sorgen dafür, dass unsere Patienten mit 80 noch Zähne wie mit 18 haben. Und wenn Sie das auch wollen, dann abonnieren Sie auf diesen Kanal, um keine Videos wie dieses zu verpassen. Denn das ist ganz entscheidend natürlich, kein Zahnfleischbluten zu haben, wenn Sie Ihr Zähne Ihr Leben lang behalten wollen. Ganz abgesehen davon, dass es vielleicht auch unangenehm ist, wenn es blutet. Gut, bevor Sie jetzt die entscheidenden drei Tipps bekommen, was Sie machen können, müssen wir uns einmal ganz kurz natürlich angucken, warum entsteht überhaupt eine Zahnfleischentzündung? Ja, was ist die Ursache? Damit Sie auch wissen, ja, was Sie letztendlich dagegen machen können. Und die Ursache für eine Entzündung des Zahnfleisches, ja, die Ursache für das Zahnfleischbluten ist, sind in der Regel Bakterien. Ja, und diese Bakterien müssen eine bestimmte Anzahl natürlich erreichen und eine bestimmte Qualität haben, damit sich das Zahnfleisch entzündet und eben anfängt zu bluten. So, und müssen Sie sich ungefähr vorstellen, Sie haben natürlich eine Abwehr, eine Immunabwehr im Mund. Und diese Immunabwehr kommt normalerweise mit Bakterien klar. Aber wenn die Bakterien zu viel sind oder zu aggressiv und zu schädlich sind, dann überwiegen sie sozusagen, dann sind sie stärker als ihre Abwehr und dann kommt es zu einer Entzündung. Ja, und das soll hier diese Wippe sozusagen symbolisieren. Sobald quasi die Belastung durch Bakterien zu stark wird, ihr Immunsystem es also nicht mehr schafft, vernünftig auf diese Bakterien zu reagieren, kommt es zu einer Entzündung. So, und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was können Sie jetzt machen? So, und um zu verstehen, wo die Bakterien eigentlich sitzen, die diese Entzündung verursachen, schauen wir uns ganz kurz nochmal das Bild von dem Zahn an. Sie sehen also hier, dass zwischen Zahn und Zahnfleisch so eine kleine Nische ist, wo sich Bakterien ablagern können. Da bildet sich dann mit der Zeit ein sogenannter Biofilm. Ich will gar nicht groß darauf eingehen. Wichtig ist nur, dass Sie verstehen, dass wenn eine Zahnoberfläche über längeren Zeitraum nicht gereinigt wird, dort ein Biofilm entsteht, der sich mit der Zeit verändert, der wächst, der nicht nur mehr Bakterien enthält, sondern eben auch schädlichere Bakterien enthält und somit immer aggressiver wird und dadurch einfach eine stärkere Entzündung verursacht. Ja, und das führt dann letztendlich, wenn Sie Pech haben, auch zum Knochenabbau, also zur sogenannten Parodontitis oder Parodontose und in letzter Konsequenz zum Zahnverlust. Und deswegen sollten Sie natürlich Zahnfleischbluten ernst nehmen, wenn Sie es haben und versuchen, das auch zu beseitigen. So, was können Sie jetzt also machen, um das zu beseitigen? Also Sie können natürlich versuchen, die Bakterien erstmal selbst zu beseitigen. So, das können Sie natürlich überall dort, wo Sie auch drankommen. Also wo kommen Sie hin? Sie können mit der Zahnbürste putzen und da stellt sich natürlich gleich die erste Frage. Handzahnbürste, elektrische Zahnbürste, wenn elektrisch, dann welche elektrische Zahnbürste? Da kommt nochmal ein extra Video dazu, aber meine Empfehlung grundsätzlich ist es, eine elektrische Zahnbürste zu benutzen. Warum? Weil sie einfach effizienter ist. Ja? Sie waschen ja wahrscheinlich zu Hause auch Ihre Wäsche nicht mit der Hand, sondern mit der Waschmaschine. Und wenn irgendwie Fussel rumliegen auf dem Boden, dann werden Sie auch nicht den Besen holen, sondern den Staubsauger. Wir leben einfach in einer technologischen Zeit. Wir haben Hilfsmittel, die die Sachen effizienter machen. Und beim Zähneputzen gilt genau das Gleiche. Die elektrische Zahnbürste ist einfach effizienter als die Handzahnbürste. Und wenn man sie richtig einsetzt, dann reinigt sie gründlicher in kürzerer Zeit. Ja, man muss nur ein bisschen aufpassen bei der Putztechnik, dass man eben nichts kaputt macht. Aber wie gesagt, da gibt es nochmal ein eigenes Video dazu. Also zunächst mal erster Tipp, elektrische Zahnbürste. Was können Sie noch machen? Natürlich haben Sie Zahnzwischenräume, da kommt die elektrische Zahnbürste auch nicht so gut hin. Da brauchen Sie zusätzliche Hilfsmittel, ja, wie zum Beispiel Zahnseide oder eben Zahnzwischenraumbürstchen. Die Anwendung, ja, sollten Sie natürlich irgendwann mal erlernen bzw. gezeigt bekommen, idealerweise bei der professionellen Zahnreinigung, sollte Ihnen gezeigt werden, wie Sie damit am besten umgehen, weil jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Bedingungen im Mund und da muss man natürlich auch diese Putztechnik entsprechend an die Bedingungen anpassen, die bei Ihnen vorliegen. So, was können Sie noch machen? Sie können sich natürlich Feedback über Ihre Putztechnik holen. Ja? Also die professionelle Zahnreinigung, da geht es nicht nur darum, dass die Zähne gereinigt werden, geputzt werden, sondern das Wichtigste, was Sie mit nach Hause nehmen nach dieser Zahnreinigung, sollte einfach sein, dass Sie ein Feedback bekommen. Sehen Sie es wie eine Trainerstunde. Ja? Zweimal im Jahr kriegen Sie quasi eine Trainerstunde zum Thema Zähneputzen und kriegen ein Feedback, kriegen neue Tipps, neue Hinweise, was Sie machen können, um Ihre Putztechnik zu Hause selber zu verbessern. So, was können Sie noch machen? Weniger Kohlenhydrate. Probieren Sie das gerne mal aus. Fühlen Sie mal, wie Ihre Zähne sich anfühlen. Also, Sie könnten ja mal was testen. Sie putzen morgens Ihre Zähne. Und jetzt starten Sie mal in den Tag mit Kohlenhydraten. Also machen Sie sich ein Müsli, trinken vielleicht einen gesüßten Tee, einen gesüßten Zucker, einen gesüßten Kaffee dazu. Essen vielleicht ein Brötchen mit Marmelade
Und am besten zum Frühstück ein Corny-Riegel, ja, der auch schön voll ist mit Zucker. Mittags dann am besten Kartoffeln mal essen oder Reis, Nudeln oder Pizza. Nachmittags nochmal Kuchen essen und abends auch noch vielleicht mal ein Brot essen. So, und jetzt, und immer dazu süße Getränke. So, und jetzt, wenn Sie vielleicht mal abends Ihre Zähne anfühlen, merken Sie vielleicht mit der Zunge, dass die Oberfläche relativ, ja, rau wird. Ja, Sie können förmlich dabei zusehen, wie die Zahnbeläge wachsen in allerkürzester Zeit. Und jetzt machen Sie quasi die Gegenprobe und vielleicht morgen oder übermorgen putzen Sie morgens auch Ihre Zähne und jetzt essen Sie mal gar keine Kohlenhydrate, also null. Das heißt, Sie starten morgens nicht mit Müsli, sondern lassen das Frühstück vielleicht einfach mal weg oder essen vielleicht einfach nur ein bisschen Gemüse, vielleicht eine Gurke, eine Tomate, eine Paprika, irgend sowas in der Art. Oder einen ungesüßten Joghurt oder einen Quark. Und dann verzichten Sie auch auf die Zwischenmahlzeit, essen mittags auch mal keine Kohlenhydrate, holen sich mal einen Salat, möglichst ohne süßes Dressing. Nachmittags verzichten Sie auch mal auf den Kuchen und die Kekse und abends versuchen Sie auch mal vielleicht eine Mahlzeit zu essen, die aus Gemüse und Eiweiß besteht, also vielleicht Fisch mit Salat oder sowas in der Art. Und jetzt testen Sie auch mal, wie sich Ihre Zähne anfühlen und Sie werden merken, da sind viel weniger Zahnbeläge drauf. Die sind am Abend noch spiegelglatt, die Zähne, obwohl es jetzt vielleicht 12 Stunden her ist, dass Sie geputzt haben. Warum? Weil Sie einfach keine Kohlenhydrate gegessen haben, die sich auf Ihren Zähnen als Zahnbeläge dann am Ende ablagern. Also auch das ist ein Tipp, um weniger Bakterien in der Mundhöhle zu haben, einfach weniger Kohlenhydrate zu essen. Das führt einfach zu weniger Belagsbildung und ein Zahnbelag, der sich nicht bildet, den müssen Sie natürlich nicht entfernen. So, was können Sie noch machen? Ja, viele Menschen arbeiten mit Mundspüllösungen, versuchen die Keimzahl zu reduzieren, dadurch natürlich auch Zahnfleischentzündung zu reduzieren. Da gibt es verschiedene Sachen. Es gibt natürlich medikamentöse Mundspüllösungen, also zum Beispiel Chlorhexidin. Das benutzen wir natürlich auch nach Zahnoperationen, damit sich die Wunde nicht entzündet, nicht infiziert. Ist als Dauerlösung eher nicht geeignet, aber Sie können natürlich auch zum Beispiel Ölzehen machen, ja, also einfach antientzündliche Mundspüllösungen benutzen, woraus auch immer die bestehen. Das wird das Symptom Zahnfleischbluten verringern, ja, das ist ganz klar. Nur, Sie müssen natürlich auch mal die Frage stellen, ist das, was ich eigentlich wollte? Wollte ich die Entzündung beseitigen oder wollte ich das Bluten wegbekommen? Also wenn es Ihnen nur darum geht, das Bluten wegzubekommen, ist zum Beispiel sogar Ölziehen eine Variante, die Ihnen da helfen kann. So, das sind alles Dinge, die Sie selbst tun können. So, das ist eine ganze Menge, aber es ist natürlich auch beschränkt, weil es gibt viele Sachen oder viele Stellen im Mund, da kommen Sie einfach nicht dran und können die Bakterien einfach nicht beseitigen. So, und in dem Fall brauchen Sie Hilfe. So, also der nächste Schritt wäre, dass Sie sagen, okay, ich lasse die Bakterien beseitigen. Ja, vom Zahnarzt, von der Zahnarzthelferin, von der Prophylaxeassistentin, von der Dentalhygienikerin. Also, da sind Nischen, da sind Stellen, da lagern sich Bakterien ab unterm Zahnverschrand, da haben Sie Biofilm und so weiter. Sie lassen das also beseitigen. Also was ist die einfachste Art, Bakterien zu beseitigen und dadurch die Entzündung wegzubekommen am Zahnfleisch, ist eine professionelle Zahnreinigung. So, das ist eine oberflächliche Reinigung. Die Zahnfleischtaschen werden oberflächlich gereinigt, 1-2 mm. In die Tiefe kann die Prophylaxeassistentin die Zahnoberflächen reinigen. Aber sie kann nicht tiefer reinigen, also wenn Sie schon eine Parodontitis haben, dann reicht das zwar aus, um das Zahnfleischbluten zu beseitigen, aber die Parodontitis wird dadurch nicht behandelt, ne? Das sollten Sie wissen. Aber selbst wenn Sie eine Parodontitis haben, wird eine professionelle Zahnreinigung erstmal dazu führen, dass Symptome wie Zahnfleischbluten weniger werden. Wenn es allerdings so stark entzündet ist, dass die Prophylaxe nicht ausreicht und Sie eine schwere Parodontose zum Beispiel haben, dann müssen Sie eine Zahnfleischbehandlung machen lassen. Das muss natürlich der Arzt erstmal feststellen durch eine Taschenmessung, ob Sie eine Parodontose haben oder nicht, ob eine Prophylaxe für Sie die richtige Maßnahme ist oder ob Sie eine Zahnfleischbehandlung brauchen. Aber dafür ist ja der Zahnarzt da, um das zu messen. So, und jetzt kommt ein großer Punkt, Nischen beseitigen lassen. So, natürlich, da sind Nischen in der Mundhöhle, an den Zähnen, an vielen Orten, an die Sie schlecht drankommen, aber die man vielleicht sogar beseitigen kann. So, und ich vergrößere das mal, dass Sie das besser auch sehen können. Was haben wir? Wir haben zum Beispiel überstehende Kronenränder. Ganz häufig sehe ich irgendwelche Kronen, die gemacht werden, wo die Ränder überstehen. Warum stehen die Ränder über? Keine Ahnung, ist nicht präzise gearbeitet worden oder man wollte nicht so viel Zahnsubstanz wegschleifen. So, und diese Kronenränder verursachen einfach Entzündung, ja? weil sie überstehen, weil unter dem Rand nicht richtig geputzt werden kann. Wenn Sie Pech haben, wäscht sich der Zement mit den Jahren noch aus, dann haben Sie eine richtig tiefe Nische, wo keiner mehr wirklich drankommt. So, dann haben Sie permanent Entzündung und dann können Sie putzen, wie Sie wollen, es geht nicht weg. Sie müssen diese Nische also beseitigen lassen, indem man in diesem Fall die Krone erneuert und eine Krone herstellt, die halt vernünftig passt.
Auch Karies ist eine Nische, wo Bakterien drin sind. Undichte Füllungen sind eine Nische, wo Bakterien drin sind. Überstehende Füllung natürlich. Ja? Das gleiche wie bei den Kronen. Wenn die Füllung übersteht im Zwischenraum, wird auch das zu einer Zahnfleischentzündung führen und auch zu Zahnfleischbluten führen. Selbst schiefe Zähne, ja, bieten natürlich viel mehr Nischen als gerade Zähne. Warum? Sie können schlechter putzen. Sie kommen in die Zwischenräume nicht so gut rein. Und auch da wird es häufiger zu Zahnfleischentzündung kommen und zum Zahnfleischbluten kommen, sodass also auch eine kieferorthopädische Behandlung, die das Ziel hat, einfach die Zähne gerade hinzustellen und diese Engstände zu beseitigen, hilfreich sein kann. Und als letzten Punkt noch biologische Breite. Das ist eben eine Sache, wenn Sie eine Krone haben oder ein Venier, haben wir wirklich häufiger mal, die nicht nur überstehen, sondern eben dann auch noch zu tief unterm Zahnfleisch sind, zu dicht am Knochen sind, dann ist die sogenannte biologische Breite verletzt. Da können Sie putzen, wie Sie wollen. Da kann auch die Prophylaxeassistentin putzen, wie sie will. Da kann man einfach nichts gegen diese Entzündung tun. Da muss man wirklich dann andere Maßnahmen ergreifen. Okay, das heißt, erste Möglichkeit wäre, dass Sie selber, so gut wie es Ihnen möglich ist, Bakterien beseitigen, Zahnbeläge beseitigen, Biofilm beseitigen. Zweite Möglichkeit ist, Sie lassen diesen Biofilm, diese Bakterien beseitigen durch eine Zahnreinigung oder eine Zahnfleischbehandlung, beziehungsweise lassen den Zahnarzt die Nischen beseitigen, die dazu führen, dass dort einfach sehr viele schlecht putzbare Nischen sind und Orte sind, wo sich immer wieder Bakterien ablagern. So, ich hatte ja gesagt, es gibt drei Tipps gegen Zahnfleischbluten. Und jetzt kommt was Spannendes, was viele von Ihnen vielleicht nicht auf dem Schirm haben, was ich aber auf jeden Fall ansprechen möchte. Und das wäre, Ihre Abwehr zu stärken. Ja, weil Sie erinnern sich vielleicht das Bild mit der Waage am Anfang. Wir haben bis jetzt immer nur über den großen roten Bären gesprochen, über den Angriff, über die Bakterien. Aber was ist denn mit der Abwehr auf der anderen Seite? Ja, die Entzündung kann ja nur dann entstehen, wenn Ihre Abwehr nicht imstande ist, mit den Bakterien zurechtzukommen. So, und mit einer beliebig starken Abwehr hätten Sie überhaupt gar kein Problem. Sie hätten keine Zahnfleischentzündung, keinen Zahnfleischbluten, Sie würden auch keine Parodontitis bekommen. Ja, und die nachlassende Abwehr ist ja auch gerade die Ursache für die zunehmende Häufigkeit von Zahnfleischerkrankungen, je älter die Menschen werden. Ja, also wenn Sie einen 20-, 25-Jährigen angucken, der hat vielleicht eine Zahnfleischentzündung, wenn er nicht richtig putzt, aber er hat keine Parodontose. Wenn Sie einen 45-, 50-Jährigen angucken, da hat schon jeder Zweite eine Parodontose und bei den 70-Jährigen haben schon 2 von 3 eine Parodontose und bei den 80-Jährigen haben wahrscheinlich eher 8 von 10 oder 9 von 10 eine Parodontose. Das heißt, die nachlassende Abwehr führt natürlich zu einer leichteren Überlastung Ihres Gewebes durch Bakterien und zu einer inadäquaten Antwort Ihres Immunsystems und damit zum Knochenabbau, zum Zahnverlust. So, das heißt, wenn Sie eine beliebig starke Abwehr hätten, wäre es, um es mal übertrieben zu sagen, schon fast egal, ob Sie überhaupt Ihre Zähne putzen, weil die Bakterien, die dann da sind, Ihrem Gewebe gar nichts anhaben können. Also ist die Frage, wie können Sie Ihre Abwehr stärken? Also ich bin jetzt natürlich kein Arzt, kein Experte für das Immunsystem, auch wenn ich mich sehr viel selbst damit beschäftige, aber meine Frau, die ist Fachärztin für innere Medizin und hat eine Privatpraxis auch hier in Potsdam für Präventionsmedizin. Das heißt, die misst nicht sozusagen am Ende, was kommt dabei raus, wenn jemand krank ist, sondern guckt eben am Anfang, was fehlt eigentlich dem Körper, um eine gute Abwehr zu haben. Ich möchte Ihnen einfach ein paar Tipps geben, was Sie sofort selbst umsetzen können, um eine bessere Immunabwehr zu bekommen. Ich möchte aber dazu sagen, dass Sie natürlich das ärztlich abklären lassen. Ja, das sind alles jetzt nur allgemeine Tipps. Also bevor Sie jetzt anfangen, Ihre Ernährung umzustellen, Vitamine zu essen oder irgendwas, ist es natürlich wichtig, dass Sie das mit einem Arzt vorher besprechen und im Idealfall einfach auch Ihr Immunsystem mal messen lassen. Ja, also Vitamine kann man messen. Also die Bestandteile des Immunsystems kann man logischerweise auch mal nachmessen lassen. Okay, also starten wir mal mit dem Thema Abwehr stärken. Und im Grunde bis jetzt zwei Herangehensweisen. Das eine ist, man gibt dem Körper mehr von dem, was er braucht. Ja, und das zweite ist, man gibt ihm weniger von dem, was ihm schadet. Ja, ganz banal. Starten wir mal mit dem, was schadet, was wir vielleicht mal weglassen könnten. So, prozessierte Kohlenhydrate. Wir hatten das eben schon beim Thema Zahnbeläge. Ja, weniger Kohlenhydrate führen einerseits zu weniger Zahnbelägen, aber eben auch zu weniger Entzündung im Körper. Ja, das Thema Gefäßverkalkung und so weiter ist nochmal eine ganz andere Kategorie, ja, wo ja auch dann die zu viel Verzehr von Kohlenhydraten letztendlich auch zu einer Fettleber und zur Gefäßerkrankung führt. Aber allein die entzündungsfördernde Wirkung von diesen Kohlenhydraten, ja, wenn Sie die weglassen würden, hätten Sie schon einen Vorteil für das Gewebe. So, was haben wir noch? Weniger Zucker allgemein, natürlich. Das wissen Sie auch, Zucker ist nicht gesund.
weder für Ihre Zähne noch für Ihren Körper. Wenn Sie zu viel Zucker essen, insbesondere Fructose, dann führt das zu einer nicht alkoholischen Fettleber, wenn Sie Pech haben. So, das wiederum wird dazu führen, dass Ihr Stoffwechsel nicht optimal funktioniert, dass Sie schlechtere Durchblutung bekommen und so weiter. Und Sie haben am Ende das Problem letztendlich auch, dass Sie entzündetes Zahnfleisch haben. Ja? Und wenn Sie sich mal vorstellen, entzündetes Zahnfleisch, das ist ein wichtiger Hinweis für Sie. Ihr Körper sendet Ihnen ja die ganze Zeit Signale und das ist eins der Signale, die Sie vielleicht nicht überhören sollten. Denn in der Mundhöhle haben Sie quasi wie so ein Frühwarnsystem. Ja? Weil nirgendwo im Körper sonst haben Sie so eine hohe Anzahl von Bakterien, wie quasi in der Mundhöhle auf der Zahnoberfläche. Das heißt, können Sie eigentlich im Grunde davon ausgehen, wenn im Mund alles gesund ist, ja, wenn Ihr Zahnfleisch blassrosa aussieht, auf Sondieren nicht blutet, keine tiefen Taschen da sind, also wirklich alles bestens ist, dann können Sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass in Ihrem Körper auch Ihre Abwehr ganz gut funktioniert. Und wo es sich zuerst zeigen wird, wenn die Abwehr nicht funktioniert, ist das Zahnfleisch, weil dort einfach eine höhere Belastung ist als im Rest des Körpers. Das heißt, das ist ein Frühwarnsystem, ja, und das Zahnfleischbluten sollten Sie deswegen ernst nehmen und das ist auch vielleicht ein Hinweis darauf, dass das Immunsystem nicht optimal funktioniert. Was haben Sie noch? Weniger tierisches Omega-6. So, da sollte ich vielleicht auch mal 2, 3 Worte zu sagen. Müssen Sie sich vorstellen, wenn im Körper eine Entzündung abläuft, dann wird das vermittelt über Botenstoffe. Ja, das heißt, es gibt Botenstoffe, die die Entzündung vermitteln, die sagen, okay, jetzt mach hier eine Entzündung. Und es gibt andere Botenstoffe, die die Entzündung wieder wegmachen. Müssen Sie sich vorstellen, wie nur eine Baustelle, ja, da muss irgendwas repariert werden. Da kommt der erste Bautrupp, ja, und macht die Baustelle auf und sperrt das ab, wie auch immer. So, dann wird das repariert und dann muss am Ende ja auch nochmal ein Trupp kommen und muss die Baustelle wieder abbauen, damit es wieder so ist wie vorher. So, und das kann man vielleicht vergleichen mit diesen Entzündungsbotenstoffen. Es gibt eben Botenstoffe, die ja, fördern Entzündungen, die machen Baustellen auf. Und dann gibt es entzündungshemmende Botenstoffe, die machen Baustellen wieder zu. So, und idealerweise haben Sie die im Körper etwa im Verhältnis 1:1. In der Natur wäre es jedenfalls so. Ja, da hätten Sie etwa 1:1 entzündungsfördernde zu entzündungshemmende Botenstoffe. Und die Ausgangsstoffe dafür sind die ja, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, insbesondere die Omega-6 und die Omega-3-Fettsäuren. Und die tierischen Omega-6-Fettsäuren, also hier vor allen Dingen die Arachidonsäure, die eben sehr viel zum Beispiel in Fleisch drin ist, wenn es jetzt nicht, ich sag mal, Biofleisch ist, kein bewegtes Fleisch ist, fördert einfach sehr stark Entzündung, weil daraus eben die Prostaglandine, die Botenstoffe hergestellt werden, die Entzündungen fördern. Ja, also wenn Sie sehr viel tierisches Omega-6 in Ihrem Blut haben, das kann man auch messen, ja, dann neigt Ihr Stoffwechsel höchstwahrscheinlich auch sehr stark zu Entzündungen, es sei denn, Sie haben ein hohes Gegengewicht an Omega-3. So, das sollten Sie also schauen, dass Sie das möglichst reduzieren, wenn es zu viel ist, beziehungsweise mal messen lassen, ja, und gucken, ob Sie da im, ich sag mal, im grünen Bereich sind. Und ja, so ganz einfache Sachen wie Rauchen weglassen. Ja. Rauchen müssen wir nicht drüber reden. Manche können es weglassen, manche können es nicht weglassen, aber wenn sie es auch nicht weglassen, sollte Ihnen klar sein, dass Rauchen natürlich die Immunabwehr bedeutend schwächt und vor allen Dingen natürlich in der Mundhöhle und Raucher verlieren halt auch viel mehr und viel schneller Zähne als Nichtraucher. Also wenn Sie sich die Frage stellen, Zähne oder Zigaretten, müssen Sie sich vielleicht irgendwann entscheiden, weil Sie vielleicht auf Dauer nicht beides haben können. So, aber was können Sie noch, um Ihre Abwehr zu stärken? Also Sie können weniger Schlechtes sich zuführen und mehr Gutes. So, was haben wir denn Gutes? Wollen wir mal gucken. Natürlich erstmal mehr Durchblutung. Ja? Also ein gesundes Gefäßsystem zu haben, ist erstmal wichtig, weil Ihre ganzen Nährstoffe können nur an den Ort des Geschehens kommen und eine Abwehr machen, wenn Sie eine gute Durchblutung haben. Beispiel, Diabetiker haben häufig Mikrozirkulationsstörungen, das heißt, die ganz kleinen Blutgefäße, die gehen kaputt, da geht das Blut nicht mehr richtig durch und die bekommen dann überall dort, wo es auf gute Durchblutung ankommt, Schwierigkeiten, ja, sie werden blind, die Nieren versagen, Wunden heilen nicht mehr an den Beinen und so weiter. Alles nicht so schön und im Bereich vom Zahnfleisch haben wir natürlich auch eine schlechtere Abwehr, dadurch mehr Entzündung und dadurch mehr Knochenabbau und viel mehr Zahnverlust. Diabetiker verlieren viel mehr Zähne als Nicht-Diabetiker. So, das heißt, eine gute Durchblutung zu haben, ist mal das A und O. Auch das können Sie natürlich messen lassen. Sie können Ihre Blutgefäße per Ultraschall einfach mal checken lassen, um einfach erstmal klar darüber zu haben, wie gut ist eigentlich Ihre Durchblutung. Ja, sind die Blutgefäße noch sauber oder gibt es da schon Ablagerungen? Das kann man feststellen. Und gute Nachricht, man kann auch, wenn die Gefäße schon verstopft sind, den Prozess zumindest aufhalten und auch sogar wieder rückgängig machen. Halten vielleicht viele nicht für möglich, aber tatsächlich ist das machbar. So, was brauchen Sie noch? Mehr Eiweiß. Eiweiß ist der
ich sag mal, Grundbaustoff Ihres gesamten Körpers, ja, von Protein, griechisch das erste, steht an erster Stelle. Wenn Sie kein Eiweiß haben, dann funktioniert der Körper einfach nicht. Man muss sich vorstellen wie eine Fabrik, wo einfach keine Teile geliefert werden, da kann auch nichts produziert werden. Ja, und wenn Sie sich dann wundern, dass Sie kein Immunsystem haben, dass Sie ständig krank sind, dass Sie schlapp und müde sind, liegt das vielleicht daran, dass Ihr Körper zu wenig Eiweiß hat, denn aus Eiweiß wird alles gebaut, was Sie gerne vom Leben hätten. Sie hätten gerne Muskulatur, weil Muskulatur bedeutet Energie. Sie hätten vielleicht gerne ein gutes Immunsystem, auch das besteht zu 100% aus Eiweiß. Und Sie hätten vielleicht auch ganz gerne ein paar Glückshormone. Ja? Auch Ihre Glückshormone oder überhaupt Hormone bestehen ja überwiegend aus Eiweiß. Wenn Sie also zu wenig Eiweiß haben und das an allen Ecken und Enden fehlt, dann geht es Ihnen vielleicht nicht so gut, wie es Ihnen gehen könnte. Also denken Sie einfach mal über das Thema ausreichende Eiweißzufuhr nach. So, dann nächster Punkt natürlich Vitamine. Klar, die meisten Menschen glauben, wenn sie sich ausgewogen ernähren, dass sie genug Vitamine haben. Wenn Sie mal nachmessen lassen würden im Blut, auch das kann man natürlich messen, wird man häufig feststellen, es fehlt einfach an allen Ecken und Enden. Vitamine, selbst bei einer perfekten Ernährung, wenn Sie sich nur bio ernähren, selbst dann wird es einige Defizite geben, aus verschiedenen Gründen, ja, weil einfach durch die Zucht von Obst und Gemüse, zum Beispiel einfach durch das schnelle Wachsen der Pflanze und dadurch, dass in den Böden einfach die Nährstoffe nicht mehr drin sind, dadurch, dass die Früchte nicht mehr an der Pflanze bis zu Ende reifen und, gibt viele Ursachen dafür, dass einfach selbst in der, ich sag mal, offenbar gesündesten Ernährung, die wir uns gönnen können, trotzdem nicht alle Vitamine in der Menge vorhanden sind, wie wir sie tatsächlich brauchen. Sondern das kann man natürlich rauskriegen, das kann man nachmessen. Also Vitamin C und Vitamin D sind beispielhaft zu nennen fürs Zahnfleisch, ganz, ganz wichtig für die Immunabwehr. Es ist gezeigt worden, dass Menschen mit einem hohen Vitamin D-Spiegel tatsächlich weniger Zähne verlieren als Menschen mit einem tiefen Vitamin D-Spiegel. Man kennt den Mechanismus nicht genau. Es kann einfach daran liegen, dass der Knochenstoffwechsel besser funktioniert mit ausreichend Vitamin D, dass die Zähne dann nicht so schnell locker werden und Zahnärzte sie dann später ziehen. Also wie genau es funktioniert, weiß man nicht, aber zumindest statistisch gesehen haben Menschen mit mehr Vitamin D auch mehr Zähne im Mund. So, Vitamin C ist natürlich ganz wichtig, Wundheilung. Ja, es gibt sehr viele Studien darüber aus den 70er Jahren, schon ewig lange her, die gezeigt haben, dass Wunden viel besser heilen, wenn viel Vitamin C da ist. So, der individuelle Vitamin C-Bedarf ist sehr verschieden. Aber er liegt ganz sicher nicht bei 75 oder 100 Milligramm, was die DGE als tägliche Dosis empfiehlt, sondern sicherlich weit höher. Und Vitamin C, ja, muss man sich vielleicht auch extra zuführen, weil vermutlich ist es in vielen Nahrungsmitteln nicht drin. Ja, mal Beispiel, wenn Sie irgendwas erhitzen, kochen, Vitamin C stirbt bei 70 Grad. Also wenn Sie Gemüse kochen, dann haben Sie hinterher einfach kein Vitamin C mehr da drin. Das ist dann einfach weg. So, dann haben wir so andere Sachen wie Magnesium, was wichtig ist, natürlich auch für viele Stoffwechsel im Vorgang, auch für die Weitstellung der Blutgefäße wichtig ist, dass die Durchblutung stattfinden kann. Wir haben Stoffe wie Selen, die fürs Immunsystem wichtig sind, Zink natürlich, die fürs Immunsystem wichtig sind. Ja. Also alle diese Stoffe sollten Sie ausreichend haben und sollten es vielleicht auch einmal im Leben messen lassen, um überhaupt mal eine Vorstellung zu haben, wie es da bei Ihnen aussieht. So, was haben wir noch? Ja, das ist ein extra Punkt nochmal. Sollte natürlich auch Bestandteil einer Ernährung sein, aber ist es meistens nicht, ist eben das marine Omega-3. Ja, ganz wichtig, bitte nicht zu verwechseln mit dem Omega-3 aus Leinöl zum Beispiel oder aus Chia. Das ist ein pflanzliches Omega-3. So, und dieses pflanzliche Omega-3 kann nicht in die entzündungshemmenden Botenstoffe umgewandelt werden, also zumindest nicht in einem, ich sag mal, substanziellen Anteil. Um Entzündungen zu bekämpfen, sondern dafür brauchen Sie das marine Omega-3. So, und da ist es hauptsächlich die Eicosapentaensäure, das EPA oder EPA, was Sie im Fischöl drin haben, aber auch zum Beispiel in veganem Algenöl drin haben. Es gibt noch eine zweite marine Omega-3-Fettsäure, das ist die Docosahexaensäure, das DHA, die haben Sie auch in Fischöl drin, auch in veganem Algenöl drin. Aber wenn es Ihnen um die entzündungshemmende Wirkung geht, dann ist es das EPA vorwiegend. Und das finden Sie tatsächlich vorwiegend in Fischöl tatsächlich oder Krillöl. Ja, also da ist sozusagen der höchste Anteil an EPA drin. Und auch hier ist die Dosierung entscheidend. Ja, also mit 300 Milligramm am Tag, mit einer Kapsel am Tag werden Sie nicht weit kommen. Die Dosierung, die empfohlen wird, liegt so bei 3 bis 6 Gramm am Tag. Ja, also ich habe locker mal 6 Gramm durchschnittlich pro Tag, was ich an Omega-3 zu mir nehme, weil ich will einfach diese entzündungshemmende Wirkung, nicht nur wegen meinem Zahnfleisch, sondern natürlich auch wegen meines Immunsystems, wegen des Rest meines Körpers, um einfach
überhaupt gar keine Entzündung zuzulassen. Ja? Also wenn Sie das mitnehmen als einziges aus dieser ganzen, aus dem ganzen Vortrag, aus dem ganzen Video, dass Sie bitte Ihr marines Omega-3 erhöhen auf eine, ich sag mal, vernünftige, substanzielle Dosis, die Ihnen wirklich hilft, Entzündungen zu bekämpfen, entgegenzuwirken, dann haben Sie schon wahnsinnig viel gewonnen. So, ich verlinke Ihnen nochmal unten in der Videobeschreibung das Omega-3, was ich persönlich benutze. Das können Sie dann sogar mit einem Rabatt von 15% bestellen, wenn Sie das möchten. Wie gesagt, hier ist es wichtig, einmal auf eine gute Qualität zu achten natürlich und letztendlich eine Dosierung zu haben, die es auch wirklich, ich sag mal, die auch einen spürbaren Effekt hat. So, und es gibt wenige Studien bisher mit Omega-3, aber es gibt zwei wirklich herausragende Studien, die die Herzgesundheit betreffen. Und da wurde eben gezeigt, dass Omega-3 zum Beispiel Gefäßverkalkung stoppen oder sogar rückgängig machen kann und dass, dass eben auch zum Beispiel die Häufigkeit von Herzinfarkten, von Herz-Kreislauf-Ereignissen signifikant abnimmt, wenn man regelmäßig eine ausreichend hohe Dosis Omega-3 zu sich nimmt. Ja, also das mal als Tipp, vielleicht ist das sogar der entscheidende Tipp für Ihre allgemeine Gesundheit und auch Ihre Zahnfleischgesundheit. So, das heißt, das sind die drei Dinge, die Sie tun können. Sie können selbst so gut wie möglich Bakterien, Zahnbelege entfernen. Sie können professionell von der Dentalhygienikerin, von der Prophylaxeassistentin, von Ihrem Zahnarzt Nischen beseitigen lassen und natürlich auch die Belege entfernen lassen, im Rahmen einer Zahnreinigung zum Beispiel. Und Sie können Ihre Abwehr stärken, indem Sie das, was Ihrem Körper hilft, Ihrem Immunsystem hilft, vermehrt zuführen und das, was Ihrem Immunsystem schadet, möglichst einschränken. So einfach kann es sein. So, welche Erfahrungen haben Sie selber schon gemacht? Haben Sie selber schon mal festgestellt, dass Ihre Ernährung zum Beispiel Einfluss hat auf Ihr Zahnfleischbluten? Schreiben Sie es gerne mal unten in die Kommentare rein. Hilft Ihnen die Prophylaxe gegen Zahnfleischbluten? Was ist Ihr Gefühl? Passt das, was ich Ihnen erzählt habe, zu dem, was Sie bisher schon gehört haben? Oder sind da völlig neue Punkte dabei? Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe, was Sie noch interessiert, was Sie wissen möchten? Schreiben Sie es bitte gerne unten in die Kommentare rein. Und für diejenigen, die hier in der Nähe von Potsdam wohnen und möchten, dass wir uns das Zahnfleisch mal angucken, Sie können natürlich gerne Anfrage in der Praxis stellen. Da benutzen Sie bitte das Kontaktformular, was ich auch unten verlinkt habe. So, wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, dann geben Sie natürlich gerne einen Daumen hoch. Und Ihnen wird vermutlich auch dieses Video hier gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Machen Sie es gut. Bis dahin, Ihr Dr. Rainer Dittmann.